dir, dass es Mütter gibt, die es in den ersten Wochen noch nicht mal schaffen, sich selbst die Haare zu waschen? Das schaffst du schon. Im Ernst? Ich habe 5 kleinere Geschwister großgezogen. Manchmal habe ich es nicht mal geschafft, mir die Nägel zu lackieren. Boah, da kommen ja harte Zeiten auf dich zu. Hauptsache, hängt dann nicht jeden Tag so eine mobile Fußpflege mit ihrem Kosmetikkoffer rum. Das halte ich nicht aus. Missy, du kannst dich auf uns verlassen. Wir werden dir helfen, bei allem. Ja, einmal Haare waschen pro Woche wird schon drin sein. Ich meine, in der Zwischenzeit kann sich Herr Hagen um das Kind kümmern. Warum das denn? Weil er einmal mit ihr in der Kiste war? Nein, weil Hagen der Vater ist. Und Daniel, weiß der auch Bescheid? Was denkst du, warum er einfach abgehauen ist? Und du lässt dich hier schön von allen bemitleiden, weil alle denken, Daniel hätte seine arme Freundin zurückgelassen. Du bist echt das Allerletzte. Andi, das ist nicht meine Schuld. Ach, nicht deine Schuld. Wer hat denn mit Hagen gepennt? Nein, ich musste Daniel versprechen, dass ich niemandem sage, dass Hagen der Vater ist, weil er wollte, dass alle denken, dass es seins ist. Ja, weil mein Bruder ein korrekter Typ ist und der sogar die Verantwortung übernehmen würde für einen... Sag es nicht. Ich habe meinen Bruder gleich vor dir gewarnt, dass du mit jedem in die Kiste gehst, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Andi, jetzt komm mal wieder runter. Ich kann Daniel echt verstehen, dass der in den Dschungel abgehauen ist. Ich würde auch in die Wüste abhauen, wenn ich... Hauptsache schön weit weg von dir. Und Hagen kann ich nur empfehlen, einen Vaterschaftstest zu machen. Wer weiß, wer da noch alles zum Zuge gekommen ist. Hey, machst du mir ein Espresso, bitte? Mhm. Danke. Hey, Jessie, ich bin's. Du ruf mich bitte mal an, damit ich weiß, dass dir gut geht, ja? Ciao. Hi, Olli, wie gut, dass du da bist. Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Du, gerade ist schlecht. Ich bin auf der Suche nach Jessie. Sie hatte Stress mit Andi und ist abgehauen, ohne zu sagen, wo sie hin will. Zoff mit Andi. Super, dann hat's ja noch jemanden getroffen heute. Jessica ist auf Königsbrunn bei ihrem Onkel Justus. Der arbeitet als Butler. So, und bei euch war was los? Wenn man vom Teufel spricht, nicht hingucken, da ist Andi. Weißt du, was der heute gebracht hat? Der hat mich entlassen, fristlos. Er hat was? Bella hat mir klargemacht, dass sie nie was mit einem Chef oder einem Kollegen anfangen wird. Ach so, und jetzt glaubst du, sie verknallt sich in dich, weil sie nicht auf Chefs, aber auf Vollidioten steht, ne? Das war doch erst Stufe 1. Stufe 2 ist, ich helfe ihr, einen neuen Job zu kriegen. Stufe 3, sie wird sich in mich verlieben, aus Dankbarkeit. Andi, ganz ehrlich, das ist der bescheuertste Plan, von dem ich jemals gehört habe. Aber er wird funktionieren, wollen wir wetten? Ja, jetzt stell dir doch mal bitte vor, jemand feuert dich, weil er verknallt in dich ist, aber zu feige ist, dir zu sagen. Sag mal, tickt Fritzchen noch ganz richtig? Hat er das denn je? Ja, eigentlich schon. Du, ich rede nachher noch mal mit ihm. Das hat 100% nichts mit dir zu tun. Mit wem denn sonst bitte? Ich glaube, der ist gerade einfach ein bisschen überfordert. Seit Arnos Tod muss er die Firma leiten. Der Druck, die Verantwortung. Mann, der muss einfach mal wieder sein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, und ich habe ihm doch schon dabei geholfen. Und ich bin wirklich gut in meinem Job. Das weiß ich doch. Und deswegen wirst du auch ganz schnell wieder was Neues finden. Vertrau mir. Hm? Hey, Bella. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es mir leid tut. Du bist nämlich mehr für mich als nur eine Mitarbeiterin. Ich weiß. Du weißt? Ja, wir haben uns doch in letzter Zeit angefreundet und es ist für dich sicherlich nicht leicht, ein Chef und ein guter Freund zu sein. Ja, da ist was dran. Naja, und sicherlich hast du mich auch nur eingestellt, weil ich war neu in Düsseldorf, du wolltest mir einen Gefallen tun, ich bin Ollis Schwester. Jetzt hast du wahrscheinlich festgestellt, du hast einfach gar keine Kapazitäten frei. Es ist genau wie du das sagst, die Kapazitäten. Und du kriegst natürlich weiterhin dein Geld, bis du was Neues hast. Ist in Düsseldorf halt nicht so einfach, ne? Kennst du es ja, wenn du keinen Ruf hast auf dem Bau, dann stellt man dich auch nicht so leicht ein. Aber ich helfe dir natürlich. Wow. Romantikhotel Fritsche oder was? Kriegst du da einen Besuch?
Nee, das wird ein Geschäftsfrühstück. Mit Artischockencreme und Trüffelbutter. Ja, schmeckt komisch, oder? Leberwurst wäre mir auch lieber gewesen. Guten Morgen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, ich bin ja auch einfach auf der Couch eingeschlafen gestern, oder? Gab's noch was Neues? Allerdings. Aber setz dich erstmal. Hey. Hey. Du stehst da nicht so doof rum. Wow, tolles Frühstück. Ja, aber jetzt erzähl, was? Ein Kollege von Klötnerbau hat angerufen, der Chef würde dich gern nachher treffen. Echt? Wo? Im No Limits. Das ist ja super. Das... Ach, danke. Du bist toll. Du, ich muss mich jetzt noch ein bisschen vorbereiten, okay? Aber willst du nicht erst was essen und ich kann dir noch ein paar Tipps geben? Ich krieg jetzt wirklich kein bisschen mehr runter vor dem Gespräch. Das ist... Danke. Bis später. Das Frühstück. Frühstück? Ist das wieder so ein todsicherer Fritsche-Plan? Plan? Was für ein Plan? Nein, drei Stufen zum Erfolg. Lernt man noch als Firmenchef, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Andi, ich kenne dich. Du willst Bella. Also sehst du erst Verzweiflung, dann baust du sie wieder auf und am Ende erhoffst du dir die große Ernte. Ist doch ein toller Plan, oder? Mhm. Weißt du, was denn das Blöde an diesen todsicheren Fritsche-Plänen ist? Sie funktionieren nie. Thank you.